Herzlich willkommen hier im Kanal Läuft oder nicht? Mein Name ist Jens Peters und heute gibt es ein pickepackevolles Video inklusive Gewinnspiel. Es geht um das Thema Rücken und ja, ihr wollt bestimmt wissen, was ihr gewinnen könnt. Ihr könnt eine LED-Lenser Neo 6R gewinnen. Wie? Das erfahrt ihr ja am Ende des Videos. Also bleibt dran. Einmal im Monat gibt es hier das Monatsfazit und das fällt heute für den August durchaus positiv aus. Ein bisschen lahm gestartet, ja, dann aber konstant gesteigert, gute Einheiten dabei gehabt und am Ende sind 220, 221 Kilometer rausgekommen. 200 ist immer so der Sweet Spot für mich und von daher war der Monat, ja, richtig gut. Das kann man erstmal festhalten. Wie beim letzten Monatsfazit wollte ich aber gerne noch ein bisschen was aus dem Monat mitnehmen, quasi so ein Learning und das an euch weitergeben. Und da ging es beim letzten Mal um das Thema Regeneration. Und dieses Mal geht es leider um meinen Rücken, der sich im Laufe des Monats konsequent verschlechtert hat. Ich habe alle Nase lang Probleme mit dem Rücken. Und deshalb geht es hier und jetzt um Rückenschmerzen, woran das liegen kann, was man dagegen tun kann und wie das vielleicht auch mit dem Laufen zusammenhängen kann. Meine erste Vermutung für den Ursprung der Rückenschmerzen lag in meinen neuen Schuhen. Diese hier. Die sind aber nicht schlecht, sondern die waren einfach neu. Und ja, ich gehe da oft nach dem Motto vor, alte Schuhe wegschmeißen und dann nur noch die neuen Schuhe laufen. Und das ist vielleicht nicht immer so gut. Dann bin ich sehr, sehr viele Kilometer im August auf der Straße gelaufen. Und was halt auch noch dazu kam, ist, dass ich nicht mehr nur im Homeoffice war, sondern halt dreimal die Woche auch im Büro halt wieder vor Ort. Und da kommen wir zur Krux bei der ganzen Sache. Für Rückenschmerzen gibt es oft ja eine Vielzahl von Gründen. Im Zweifelsfall geht ihr damit am besten zum Arzt oder Physiotherapeuten, zum Experten. Also nicht, dass ihr am Ende noch mit einem Bandscheibenvorfall erst selbst groß rumdoktert, googelt oder YouTube-Videos schaut. Wer sich aber sicher ist, dass er keinen Experten braucht, für den habe ich jetzt ein paar Stellschrauben, an denen ihr drehen könnt, falls der Rücken schmerzt und ja, Laufen ein Grund sein könnte. Gehen wir mal ein paar Ursachen durch und ich habe auch direkt ein paar Lösungsvorschläge für das Problem. Punkt 1. Schuhe. Hatte ich ja schon mal angesprochen, gerade in die Kamera gehalten. Wenn ihr Schuhe kauft, guckt, dass ihr, ja, wenn es möglich ist, eine Laufbandanalyse vor dem Kauf macht. Setzt halt voraus, dass ihr rausgeht in die Welt und in den Laden geht und nicht nur im Internet einkauft. Dort erfahrt ihr dann, welche Schuhe für euch geeignet sind. Manchmal hilft das noch nicht. Manchmal, auch hier, kann halt nochmal der Orthopäde draufschauen bei dolleren Beschwerden. Der organisiert euch zum Beispiel Einlagen. Wenn es schon so weit gekommen ist, dann ist das oft ein nerviger und langer Prozess. Und bis das wieder rund läuft, muss man echt viel Geduld haben. Wichtig für Läufer, die einfach nur die Schuhe wechseln, also mich, schmeißt nicht direkt die alten weg, sondern gewöhnt euch langsam an das neue Paar. Meine letzten bin ich über 1000 Kilometer gelaufen. Und dann bin ich einfach direkt auf die neuen gewechselt. Und da sind natürlich Dämpfung und die Fußstellung dann am Ende anders. Und der Körper muss sich erstmal anpassen. Apropos Laufbandanalyse. Die kann zum Beispiel auch generell bei Rückenproblemen helfen, um zu gucken, wie ihr lauft und wie eure Technik aussieht. Ob man zum Beispiel zu sehr auf der Ferse landet. Manche Läufer verkrampfen auch einfach generell zu sehr im Oberkörper, so wie ich hier vor der Kamera, halten den Kopf schief oder ähnliches und dann sind halt Verspannungen, die zu Rückenproblemen führen, kein so großes Wunder. Überhaupt kann der Fehler im System ganz woanders liegen, wo man ihn überhaupt nicht erwartet. Also immer mal wieder jemanden draufschauen lassen, wie man so läuft, sich den Laufstil nochmal anschauen, kann man auch mit einer Kamera aufnehmen. Ihr könnt einen erfahrenen Lauftrainer fragen oder halt auch einfach euren Mitläufer. Ja, kommen wir zu den Sachen, die man ganz einfach lösen kann. Manche Läufer bekommen zum Beispiel auch Probleme von ja, zu eng sitzenden Mützen oder Stirnlampen. Das klingt blöde, aber manchmal übersieht man halt selbst solche Klitzekleinigkeiten. Und das kann man ja ganz einfach dann anpassen. Bereits angesprochen, und das ist vermutlich auch ein Problem bei mir gewesen, sind die vielen Kilometer auf dem harten Untergrund gewesen. Die können nämlich natürlich auch zu Rückenproblemen führen. Deshalb schadet es nie, in diesem Bereich zu variieren, mal Straße, mal Laufbahn. Und was bei mir oft zu schneller Verbesserung führt, sind lockere Trailläufe mit Bergauf- und Abstücken. Generell, und da muss ich auch persönlich an mir arbeiten,
Ja, da sollte man in die Trainingswoche auch Mobilitäts- und Stärkungsübungen einstreuen. Gerne nach dem Lauf, wenn die Muskulatur schön warm ist. Da gibt es im Internet eine Vielzahl von Videos, auch bei mir im Kanal. Aber auch Yoga und Pilates oder, ja, da gibt es ja die unterschiedlichsten Sachen, machen einen echten Unterschied und können auch einen schneller machen. Das ist zwar oft ein bisschen zäh, bis man dann wirklich irgendwo angekommen ist, aber es lohnt sich. Dann gibt es halt noch Massagepistolen, Black Rolls und ähnliche Konzepte, die bei Verspannungen helfen können, aber das Prinzip dürften die meisten halt auch kennen. Neben den Bereichen, die mit dem Laufen zu tun haben, gibt es natürlich auch immer wieder Faktoren aus anderen Lebensbereichen, die Rückenschmerzen begünstigen können. Ob das Stress auf der Arbeit ist, in der Familie, ganz allgemein im Leben, zu langes Sitzen im Büro, ungewohnte Bewegungen, schlechte Ernährung, Übergewicht, Mangelernährung, eine unbekannte, unbequeme Schlafsituation und viele Dinge mehr können zu Rückenproblemen führen. Oft ist es halt dann nicht nur das eine Problem, sondern ein Konglomerat aus mehreren Faktoren. Also nicht nur was mit Laufen zu tun hat, sondern halt auch was aus einem anderen Lebensbereich. Und das, ja, lässt sich oft nicht so ganz einfach identifizieren. Deshalb heute für euch ein paar Ansatzpunkte für den Laufbereich und vielleicht schaut ihr dann einfach, wo ihr ansetzen wollt und könnt, um euren Rücken wieder fit zu machen. Ich kann nur die Mobilitäts- und Stärkungsübungen empfehlen, auch wenn ich sie nie mache. Aber auf lange Sicht ist das die beste Möglichkeit, euren Rücken im wahrsten Sinne des Wortes zu stärken, habe ich gehört. Ich mache es leider immer noch viel zu selten. Ja, und dann nochmal der Hinweis auf Physiotherapeuten, Physiotherapeutin, Osteopathen, Osteopathin. Ich gehe da relativ regelmäßig einmal im Monat hin und das hilft mir unglaublich bei Verspannungen, die aus dem Bewegungsapparat herauszubekommen. Das ist die letzte Erleichterung, wenn ich den Problemen selber nicht mehr Herr werde. Gut, ich hoffe, das hat euch ein bisschen geholfen. Zum Schluss, wie versprochen, kommen wir noch zum Gewinnspiel. Und da müsst ihr gar nicht viel machen. Ja, erstmal, was könnt ihr gewinnen? LED-Lenser hat mir für das letzte Testvideo die Neo 6R zur Verfügung gestellt. Und ja, die könnt ihr nun gewinnen. Was müsst ihr tun? Hinterlasst einfach einen Kommentar, ob ihr schon mal Rückenprobleme hattet und wie ihr sie gegebenenfalls wieder losgeworden seid. Vielleicht habt ihr auch insgesamt noch Tipps zum Thema Rücken. Ja, zu den Bedingungen. Das Gewinnspiel geht bis zum 24.09. 15 Uhr. Gewinner lose ich aus. Rechtsweg ist ausgeschlossen. Ihr kennt das Prozedere. Das war's. Bleibt gesund. Wir sehen uns im nächsten Video. Macht's gut.